Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papers, Please. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Dementsprechend gehen wir in die Geschichte an Tag 31. Ja, das letzte Mal hier mit dieser Musik. Die Wahrheit von Astotzka. Blutbad in Genestora. Simon Wenz unter rätselhaften Umständen tot aufgefunden. Unsichere Zukunft für Grenzübergang Greisdin. Genau. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die letzte Folge. Simon Wenz war ein Kindermörder. Und den haben wir durchgelassen. Und dann haben wir einen trauernden Vater da auch durchgelassen und ihm den Pass gegeben. Der hat dann Simon Wenz erledigt. So. Inspektor, das Ministerium für Grenzschutz führt zurzeit Gespräche über die Schließung dieses Grenzübergangs. Bis eine Entscheidung feststeht, haben Sie Dienst nach Vorschrift. Morgen früh werden Sie sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Astotzkanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Astotzka. Ja, genau. Also wir haben weiterhin alles Mögliche zu machen. Insbesondere hier halt Pässe zu konfiszieren. Und dann sagen wir, nächster. So, Papiere bitte. Diplomat, okay. Aus Obristan. Obristan, Tanguy, Pullenat. Pullenat, Tanguy, Tanguy, Pullenat. L4 RAE. 05 RA6. Astotzka ist erlaubt. Siegel ist in Ordnung. Polio wurde geimpft. Launders ist in Ordnung, Datum ist in Ordnung, Bild ist auch in Ordnung. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Ich weiß nicht, warum das immer wieder angeht. Stört ein bisschen. Aber, naja. So, Besuch. Dauer des Aufenthalts. Ein paar Wochen. Besuch einen Monat, das stimmt. Aber hat leider keinen Impfpass. So, Papier bitte. Einwanderung. Okay. Elisa Kasper Zicker. Okay. Aus Obristan. Wunderbar. 8270H, V3DHE. Anwendung unbegrenzt, wunderbar. 1,58. Ja, kommt so hin von den Haaren her. 48 Kilogramm, lange Haare. Datum ist in Ordnung. Siegel ist auch in Ordnung. Polio wurde geimpft, kommt aus Skal. Datum und Bild passen auch. Dann darf sie durch. Nächster. Papiere bitte. Einwanderung. Okay, genau. Yong Li, genau. Kommt aus Kolechien. WTDFH. 5W8WQ. 1,79, 85 Kilogramm, Datum und Siegel passen. Polio wurde gerade erst geimpft. Jokostadt, Datum und Bild passen auch. Dann darf er durch. Nächster. Georgie. Junge, ich habe das ganz große Ding gedreht. Riesig, du kannst dir gar nicht vorstellen. Egal, wollte mich nur bei dir bedanken. Deshalb habe ich mich extra wegen dir angestellt. Vielleicht setze ich mich jetzt zur Ruhe. Haha.
Er ist nur hierher gekommen, um mir 40 Credits zu geben. Dafür, dass ich ihn so oft eingebuchtet habe. Wow, okay. So, Transit und einige Wochen. Transit, 14 Tage, das stimmt. Galen Wilson, Wilson Galen, Galen Wilson, kommt aus Antigrien. 7NUEL, 7NUEL, hoppla, NUEL, 7NUEL, VEWA7, VEWA7, VEWA7. Transit 14 Tage, genau, 1,76, kommt etwa hin, 57 Kilogramm, kinnlange Haare, Datum ist in Ordnung, Siegel passt. Polio, wurde geimpft. Und dann Glorian, Datum ist auch in Ordnung, Bild passt. Dann darfst du durch. Und machen Sie mir keinen Ärger. Papiere bitte. Zweck der Reise. Transit. Dauer des Aufenthalts. 2 Wochen. Transit. 14 Tage. Genau. Janet Elsie. Elsie Janet. Janet Elsie. Kommt aus Obristan. KLCN5. KLCN5. Von Impfbescheinigung her passt es zum Pass, aber das Visum nicht. Ja, okay. Ist halt einfach eine komplett falsche Nummer. So, Papiere bitte. Zweck der Reise, Besuch. Dauer des Aufenthalts, 12 Wochen. Besuch, 12 Wochen. Oh, oha. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Hallo, ich würde gern Schlüssel reinmachen. Ach du Kacke. Ach du meine Güte, meine ich. Hoppla. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Sie sind von der Arbeit nach Hause geeilt, um nach ihrer Familie zu sehen. Ihr Verhör ist für morgen früh angesetzt. Sie können nun allein nach Obristan flüchten. Huh, oh mein Gott. Ein gigantischer Angriff. Zwei gleichzeitig, okay, das war nicht der größte Angriff, den wir bisher hatten, aber sie hatten einen Laster. Nicht Laster, Geländewagen. Sie haben alle drei hinteren Wachen umgeniet. Huh, aber wir haben es geschafft. Wir wollen nicht flüchten, wir bleiben hier. Wir haben nichts falsch gemacht. 560 Credits. Damit gehen wir aus der Sache raus. Wir haben 40 Credits als Bestechung bekommen. Gehalt gerade mal 7, ist natürlich nicht viel. Und dann Scharfschützenbonus 20. Ja. Genau, dann legen wir uns ein letztes Mal schlafen, oder? Hallo Inspektor. Wir haben Ihre Aktivitäten in den letzten 20 Jahren eingehend geprüft. Ich finde die Musik so ein bisschen merkwürdig, die passt so gar nicht von dem Spiel. Okay. Ja. Es gibt einige Merkwürdigkeiten. Okay. Doch Sie haben Astotzka gute Dienste erwiesen. Wir werden diese kleineren Abweichungen geflissentlich übersehen. Sie sind über jeden Zweifel erhaben. Es lebe Astotzka. Mit Kolechem wurde eine neue Übereinkunft erzielt. Der Grenzübergang Gresin wird schon bald wieder eröffnet. Kehren Sie am 1. Januar auf Ihren Posten zurück. Code zum Freischalten des Endlosmodus 62131. Fünf Stunden, fünf Minuten haben wir gespielt. Fast 330 Reisen abgefertigt. 169 passieren lassen. 94 abgewiesen, 51 Leute verhaftet. Insgesamt 20 Verweise. Das ist
an sich nicht schlecht, wenn wir 30 Tage gespielt haben, dann haben wir pro Tag etwa 0,66 Verweise bekommen. Das ist absolut nicht schlecht. Wir haben 278 Papiere abgestempelt, weil wir eben auch einige verhaftet haben. Und wir haben das Ende 20 von 20 erreicht. Wow, Mitwirkende. Lucas Pope. Achso, okay. Also Lucas Pope hat das quasi komplett alleine gemacht und dann gibt es hier noch spezielle Danksagung. Meine Familie, okay. Und dann ein paar andere Leute. Und dann die ganzen Übersetzungen, okay. Deutsche Übersetzung, Rolf Klischewski, genau. Entschuldigung, es hat ein bisschen gedauert. Rolf Klischewski hat es auf Deutsch übersetzt. Und dann denke ich mal, sind das hier die ganzen anderen Sprachen. Ich kann das so ein bisschen stärker nach oben ziehen, aber... Nee, egal. Also, das war's dann mit der Folge, ja. Es gibt natürlich noch andere Enden. 19, um genau zu sein. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich auch weitermachen. Ja, ich würde die anderen Enden auch noch alle einmal ausprobieren. Müsst ihr dann halt entscheiden. Ich hätte Lust dazu, aber ich habe halt auch schon gesehen, dass nicht mehr ganz so viele schauen. Ja, wenn ihr es weiterhin sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Also, das wäre es dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!